Hallo, ich zeige euch jetzt, wie ihr am besten hier euren Ort eintragen könnt. Und zwar am einfachsten ist es, wenn ihr das mal hier mit diesem Symbol rechts oben in einem neuen Fenster öffnet. Dann kann man einfach die Karte viel besser sehen. Ihr könnt da gerne einfach reinzoomen und darin navigieren und schauen, was es denn alles schon für Einträge gibt. Zum Beispiel die Gabi Winkler und ich, wir sind die Moderatorinnen vom Timpermoog Deutsch und haben uns hier schon eingetragen. Genau, und wenn ich jetzt zum Beispiel auch meinen eigenen Ort suche, dann ist es ganz praktisch, wenn ich mich da ein bisschen reinzoome und einfach schaue, wo ich denn hier hin möchte. Das hilft dann auch gleich beim Locator setzen. Also ich klicke dann hier auf das Plus und habe zum Beispiel eben die Möglichkeit, einfach über Drag and Drop hier irgendwo meinen Ort zu setzen und kann dann noch auswählen. Und ich sage jetzt einfach Niederwaldkirchen, weil das habe ich hier probiert unten zu erwischen. Kann da einen Text einfügen, Name und was auch immer ich reinschreiben möchte, ein bisschen einfach vorstellen. Genauso ist es möglich, direkt ein Foto aufzunehmen über die Kamera, die im Gerät integriert ist, oder über die drei Punkte einfach hochladen und Datei von deinem Computer auswählen, klicken. Ich kann meinen Post natürlich auch löschen, indem ich auf den Mistkübel klicke. Die zweite Variante, den Locator hinzuzufügen, ist die Option 1, indem ich einfach direkt den Ort hier eingebe. Was war das? Niederwaldkirchen, Österreich, ist vielleicht die einfachere Variante oder die genauere. Genau, sucht es euch einfach aus und ja, bin schon gespannt, wo denn unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer des MOOCs alle so sitzen. Was mir wichtig ist, dass ihr bitte nicht eure ganz genaue Adresse eingibt, also nicht eure Wohnadresse oder so einzugeben, sondern einfach nur den Ort. Das reicht. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, auch beim Erkunden, wo die anderen Personen so her sind und bis bald.